Und wir gehen jetzt direkt nach Russland, nach Moskau, wo unser Reporter Peter Tiede mittlerweile eingetroffen ist. Peter, beschreib es uns aus deiner Seite. Du hast gehört, was Paul gesagt hat. Wie wird das wahrgenommen überhaupt? Es gab heute Meldungen, unter anderem auch, dass die Seite der russischen Nachrichtenagentur TASS gehackt wurde. Und auch das ist ein Zeichen dafür, dass so ein bisschen die Kontrolle verloren geht in Moskau. Wie nimmt die Öffentlichkeit das wahr? Werden die Tatsachen inzwischen dort realisiert? Nein, wir standen heute vor der Nachrichtenagentur TASS und beim TASS-Gebäude läuft immer oben ein Laufband mit Meldungen, dass nach wie vor nur von einer Spezialoperation die Rede, der Kursabstoße Rubel und an der Börse wird einfach nur nüchtern vermeldet, ohne Begründung. Aber das System ist hochnervös. Wir haben heute so viele Busse mit maskierten Soldaten, Angehörigen der Nationalgarde gesehen wie noch nie. Rosgardia, das ist eigentlich die Präsidentengarde. Wladimir Putin hat die gründen lassen, weil er dem Rest nicht vertraut. Das ist quasi seine Garde, seine Aufpasser. Und die sind hier heute mit 40, 50 Bussen durch die Stadt gefahren, hinterm Kreml lang. Man ist hochnervös, aber die richtige Lage kommt hier nur langsam an. Wir haben heute einmal die Bilder, die Peter Hell und Paul Ronsheimer aus Kiew geschickt haben, diese bewegenden Bilder vom Bahnhof, die haben wir heute spontan einmal auf der Rückseite des Kremls vor der Lenin-Bibliothek Moskauern gezeigt und wollten mal wissen, ob sie die Bilder überhaupt kennen. Vielleicht können wir da mal reingucken. You know this? Что? Что? Kiev. Right now. That's in Ukraine. Right now. With the Russian troops here. Да не нужно мне это все показывать, это все ваши фейки. Фейки? Я... No. No. Да не надо мне no. No, no. Не надо мне no. No. Не фейк. Не фейк. Вот. Вы почему-то 8 лет не замечали, что делалось на Донбассе. It's на Донбассе, когда вы убивали ваши все thousands эти пособники. Это Киев. И что Киев? Пусть бегут. Бегут бандеровцы. Бандеровцы. Это... Девочки. А кто виноват-то? Американцам девочки, это все сделать? Я говорю, покажите американцам. Люди, не надо люди, вот это мне но... все. А мы освобождаем Украину, освобождаем от бандеровцев. Понятно вам? И все. А вы 8 лет, вы поехали на Донбасс и посмотрите, что там. Вы сейчас мне показываете. Look at this. It is Kiev right now. People fleeing from Kiev. Thousands of people. What do you think about this? I don't think that war is a right way. I don't agree with it. Okay. Do you know this, where this is right now? This is in Kiev. I have many friends, they live and it's very terrible and my English is bad, but I think this is fucking shit. Do you know this, where this happened right now? Where is it? In Kiev. Thousands of people are fleeing from Kiev because the Russian war. Women and children. This is right now. Yeah. It's a capture from my colleague. It can be a fake? No, it is made from my colleague. I can show you. I can show you the whole thread. It is from my colleague. Here you can see. Yeah, I trust it. It is from our colleagues. I trust it and I think that it is no awful. Yeah. Yeah, it's awful. What? You speak English? Geht. Dokumente. Dokumente. Okay. Peter, unglaubliche Bilder. Also, wir haben jetzt die Übersetzung nicht gehört, aber ganz am Anfang hat man eine Frau gehört, die fürchterlich geschimpft hat auf die Nazis in der Ukraine, die komplett volle Möhre auf Propaganda gepolt war. Und ansonsten waren die Leute wirklich entsetzt. Ich hatte zwei junge Frauen dabei, die hatten wirklich Tränen in den Augen. Die haben sich geschämt in Grund und Boden. Und viele hatten auch einfach Angst. Es steht überall, steht Polizei und die Leute werden auch direkt, wenn sich nur zwei, drei Leute da an dieser Lenin-Bibliothek, das ist ein bekannter Ort für Demonstrationen, wenn die sich treffen, werden die abgeführt. Auch bei uns kam dann die Polizei und die Polizei wollte uns vertreiben. Und dann habe ich den Polizisten die Bilder gezeigt und dann hat der Polizist geguckt, dem kamen die Tränen in die Augen und der Polizist sagte, gut,
Wenn die Leute nicht mit dir reden wollen, lass sie bitte einfach in Ruhe, aber die anderen darfst du fragen. Dann habe ich ihn noch ein bisschen weiter gefragt und dann hat er gesagt, na komm, lass. Und dann ist er gegangen, weil man hat sich geschämt. Man kennt diese Bilder hier nicht. Und wir waren für viele Leute jetzt die Ersten, die ihnen gezeigt haben, dass da tatsächlich Krieg ist und dass da nicht Sonderoperationen stattfinden, sondern dass in Kiew die Sirenen heulen und dass die Menschen verzweifelt fliehen. Frauen und Kinder mit ihrem Hab und Gut die Stadt verlassen wollen und Panik haben. Und das hat die Leute, die meisten hier, komplett beschämt. Und das ist die große Gefahr für Wladimir Putin. Der steht hier auch ein bisschen mit dem Rücken zur Wand. Und du hast Paul vorhin gefragt nach den Soldatenmüttern. Das ist entscheidend, weil hier werden die Opferzahlen traditionell nicht genannt. Deswegen nennt Wladimir Putin die Operation auch, den Krieg auch eine Sonderoperation, weil im Kriegsfall wäre er gesetzlich verpflichtet, die Todeszahlen zu veröffentlichen. Und normalerweise werden aus der Ukraine die toten russischen Soldaten rausgeschafft und werden verscharrt, zum Beispiel in Taganrog auf einem Friedhof. Ich war selbst mal da. Da gibt es eine Stelle, da werden normalerweise abgetriebene oder tote Föten begraben oder einzelne Körperteile, die irgendwo in Krankenhäusern amputiert werden mussten. Da hat man die Soldaten heimlich verscharrt. Jetzt die Krematorien, kommt das alles raus, plus die Wirtschaftskrise, die sich hier dramatisch andeutet, dann wird es eng für Wladimir Putin. Peter, das ist unglaublich, muss man sagen. Die Menschen in Russland, viele jedenfalls, wissen nicht, was passiert. Und du, der Bildreporter, zeigst es ihnen. Peter, ich möchte dich noch ganz kurz fragen. Das ist eine Sache, die bei uns natürlich für Angst und Schrecken gesorgt hat. Wir haben auch gestern schon darüber gesprochen, dass Wladimir Putin seine Atomraketen in Alarmbereitschaft versetzt hat. Alarmbereitschaft, das bedeutet auf einer Eskalationsstufe von 4 Stufen, allerdings erst die Stufe 2. Es gibt noch 2 weitere Stufen. Das heißt also, es ist noch keine ganz, ganz unmittelbare Bedrohung. Trotzdem, wir haben mal geschaut auf die Karte, wo stehen denn diese Atomraketen und wie weit können die überhaupt fliegen? Und wenn man dann mal schaut, in Kaliningrad sind sie stationiert und die Reichweite ist so weit, dass sie tatsächlich, und wir wollen da keine Panik machen, aber es ist dann doch die Realität. Die können bis nach Deutschland fliegen, bis Frankfurt an der Oder beispielsweise, also ganz in den östlichen Teil. Hier sehen wir es auf der Karte, 480 Kilometer Reichweite haben diese atomar bestückten Kurzstreckenraketen. Also bis kurz vor Berlin können sie fliegen. Ja, ich war selbst vor einigen Jahren da mit meinem Kameramann Sergej, der jetzt hinter der Kamera steht, waren wir vor einigen Jahren da und hatten mal als Erste berichtet, dass es diese Atomwaffen dort tatsächlich wieder gibt. Und nach unseren Informationen sind die auch aufgerüstet worden und Wladimir Putin will ja auch in Belarus wieder Atomwaffen stationieren. Da fand gestern ein Scheinreferendum statt in Weißrussland, dass diese Stationierung wieder ermöglichen soll. Und damit, und dann kommen da wirklich welche hin, die auch weiterreichen. Also, wir wären unmittelbar bedroht. Und der Verteidigungsminister Sergej Shoigu hat ja heute noch mal die Pazifikflotten und andere Nuklearflotten und Truppenteile in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt. Und es ist halt nicht die einfache Alarmbereitschaft, sondern es ist die Stufe vor der Gefechtsbereitschaft. Und das ist schon wirklich etwas, was wir schon ewig, schon ganz lange in Europa nicht mehr hatten, überhaupt auf der ganzen Welt. Und natürlich gibt es auch Mittel- und Langstrecken-atomar bestückte Waffen. Peter, es gibt auch immer wieder Fragen, den Geisteszustand Wladimir Putins betreffend, den haben wir schon öfter besprochen. Aber auch wenn man auf die Bilder von ihm schaut, er sieht in der Tat sehr aufgedunsen aus. Dann gibt es wieder auch Gerüchte, er sei womöglich gar nicht mehr in Moskau, irgendwo in einem Bunker im Ural. Sind das alles nur Gerüchte oder kann da auch was dran sein? Was wir wissen inzwischen, und zwar gesichert wissen, relativ, also sag mal, so weit wie man das gesichert rauskriegt, aus Geheimdienstkreisen und von woanders her, ist Wladimir Putin im Prinzip ständig in Bewegung. Er ist an unterschiedlichen Orten. Er ist mal im Kreml, da taucht er ab und zu mal auf. Die Bilder werden aber dann in der Regel zeitversetzt gesendet. Wir kennen das von den Videos, von den Ansprachen, die er aufgenommen hat in der vergangenen Woche. Die sind ja teilweise Stunden später oder aber sogar Tage später dann erst veröffentlicht worden. Die waren also auf Vorrat produziert. Wladimir Putin ist in der Regel nicht mehr dort, wo man ihn dann im Fernsehen sieht. Da wird schon darauf geachtet, dass niemand sagen kann, jetzt ist Putin da, schickt da mal eine Rakete hin oder zündet da mal eine Bombe hoch. Das nicht. Es gibt einen Nuklearbunker, der ist tatsächlich im Ural, da war er wohl auch. Und ansonsten wird er ständig rumgebracht. Wladimir Putin hat diverse Villen und Residenzen. Es sind 7 Stück, die man kennt. Es kommen noch andere mit dazu. Wir kennen die Bilder, wie er in Sibirien jagen und wie angeln war. Da hat er eine Residenz. Er hat in Sotschi eine offizielle Residenz. Er hat eine sogar in Kaliningrad, in dieser Exklave
Enklave da in Polen, im alten Königsberg, eine oben in Karelien, nördlich von St. Petersburg. Also man kann ihn im gesamten Land ringsherum bringen. Und er hat ja auch sowas wie eine Air Force One auf Russisch, mit der er rumfliegen kann. Nur, also er ist permanent in Bewegung, er ist nicht an festen Orten und er ist in der Regel nie da, wo man ihn gerade vermutet. Mhm. Frage ist, der Druck, der aufgebaut wird, auch der wirtschaftliche Druck, wie groß wird der sein und was wird der bewirken? Wird er ihn zum Aufgeben, stimmen oder wird er im Gegenteil sozusagen seine letzten Mittel aufbieten? In diesem Moment kommt auch die Meldung herein, dass die Schweiz die EU-Sanktionen gegen Russland übernommen hat. Das beschloss der Bundesrat in Bern heute angesichts der anhaltenden russischen Angriffe gegenüber der Ukraine. Die Schweiz, das war ja so etwas wie der letzte Hafen, schwer in die Kritik geraten auch heute, weil dort natürlich viele Oligarchen auch ihr Geld geparkt haben. Jetzt also auch dieser sichere Hafen finanziell gesehen geschlossen. Was wird das bewirken? Also es gibt ein ganz interessantes Zeichen. Heute hat ja Volodymyr Zelensky, der ukrainische Präsident, den Putin-nahen Oligarchen und Besitzer vom FC Chelsea, Herrn Abramowitsch, gebeten zu vermitteln. Das hat einen ganz konkreten Hintergrund. Abramowitsch, so heißt es, selbst in Moskau dränge Putin dazu, diesen Krieg zu beenden. Wladimir Putin allerdings steht auch das, wie man das hier erfährt und auch woanders erfährt, aus Deutschland zum Beispiel von Sicherheitsdiensten, steht relativ mit dem Rücken zur Wand. Er kann keinen Friedensvertrag mit der Ukraine schließen, der einen Schritt zurück wäre. Wladimir Putin muss irgendetwas vorweisen. Momentan hat er nichts vorzuweisen. Er hat ein paar Großstädte erobert, aber mehr ist es nicht. Er hat keine Gewalt über die Ukraine erlangt. Deswegen werden jetzt auch, also uns ist gesagt worden, und zwar wirklich im Originalton von Sicherheitskreisen aus dem Westen, die sich auch auf Leute hier im Kreml und im Umfeld des Kremls berufen haben, Wladimir Putin könne, ähnlich wie Paul das beschrieben hat und auch Klitschko das beschrieben hat, eine Art Endschlacht führen wollen. Alles reinwerfen, was er hat, um einen wirklichen Sieg zu erringen. Koste es, was es wolle, weil er kann nicht zurück, er kann nichts anderes machen. Das ist das, was wir erwarten und was sich auch abzeichnet, weil es sind bielorussische und tschetschenische Kämpfer nach Russland, in die Ukraine nachgeführt worden. Die Berichte gibt es und es gibt die Gerüchte darüber, die relativ handfest sind, dass Wladimir Putin neue Waffensysteme in die Ukraine bringt, selbst welche, die er noch nicht getestet hat. Das heißt, die Verhandlungen, die dort gerade an der Grenzregion Belarus und der Ukraine stattfinden, sind reine Makulatur und im besten Fall für Putin ein Moment, um Zeit zu gewinnen. Ja, also ein Mann, der alle Verträge, die er bisher unterzeichnet hat, zerrissen hat und auf den Müllhaufen der Geschichte geworfen hat, dem kann man schlicht und ergreifend nicht zutrauen, dass er einen neuen Vertrag schließen will. Peter Tiede live aus Moskau, wo die Menschen nicht wissen, was passiert. Und Peter Tiede, der Bildreporter, hat es ihnen gezeigt.